Hallo, hier ist der Yogi 285 und heute möchte ich euch hier mal wieder was aus dem Sicherheitsbereich vorstellen. Und zwar kommt das Ganze hier von One by One, nennt sich der Hersteller. Das ist ein Driveway-Alarmsystem, also ein Alarmsystem bestehend aus Bewegungsmelder, zwei Stück in dem Fall, und einem Empfänger, der dann Alarm gibt bei Bewegungserkennung. Das Ganze hier ja für die Einfahrt, für den Driveway, aber man kann es natürlich auch im Grunde genommen überall anbringen, wo man per Bewegungserkennung alarmiert werden möchte, wenn sich irgendetwas in der Umgebung befindet bzw. bewegt. Und hier sehen wir auch schon in der englischen Hauptproduktbeschreibung, hier können wir ganz leicht weitere Sensoren oder weitere Receiver, die Alarm geben, hinzufügen, wenn wir zum Beispiel einen dritten oder vierten Bewegungsmelder hinzufügen möchten. Und hier können eben auf ganz einfache Weise über einen Matching-Button, also über einen einfachen Knopfdruck, hier können wir weitere Sensoren, weitere Bewegungsmelder oder auch weitere Empfängerteile, weitere Alarmgeber hier hinzufügen, wenn wir zum Beispiel einen im Treppenhaus, einen im Schlafzimmer haben möchten. Oder hier noch nicht nur unsere Einfahrt, sondern auch irgendwie unseren Garten oder sonst was noch überwachen möchten, dann kann man das hier ganz einfach erweitern und kann diese Geräte dann anlernen bzw. in das System integrieren per ganz einfachen Matching-Knopf hier. Direkt darunter sehen wir auch noch einige Features in so einer schönen Logo-Form hier. Es gibt also eine blaue Alarm-LED alternativ und zusätzlich auch zum akustischen Alarm, den dieses Teil hier auslöst, der Empfänger. Dann gibt es eine Batteriestandsanzeige bzw. eine Warnung, wenn die Batterie oder der Akku einen niedrigen Stand erreicht hat. Es gibt drei verschiedene Betriebsmodi, wie ich das gerade schon andeutete, also akustisch. Da haben wir hier ein akustisches Alarmsignal, der kommt hier vorne aus dem Lautsprecher. Und optisch, hier oben sind LEDs eingebaut, blaue LEDs. Das Ganze ist do-it-yourself geeignet, das heißt, wir können das ohne weitere handwerkliche oder elektrofachmännische Kenntnisse, können wir das Ganze hier in Betrieb nehmen. Und hier nochmal diese Easy-Matching-Funktion, also das ganz einfache neue Hinzufügen von weiteren Elementen wie Sensoren oder Empfängern hier. Ja, hier nochmal die ganzen Daten zur Stromversorgung und zum Winkel auch da unten, den Sensing Angle vom Bewegungsmelder, 45 Grad bei 5 bis 8 Meter, die Alarmlautstärke und unten den Packungsinhalt. Und ich würde sagen, den schauen wir uns jetzt auch ganz einfach mal an. Hör ich mal auf zu labern hier und klappt das Ganze mal auf. Was haben wir hier als allererstes? Eine Bedienungsanleitung offensichtlich, ein Instruction Manual auf Englisch. Da sehen wir ja eigentlich nochmal das, was wir gerade auch auf der Verpackung stehen hatten, die ganzen technischen Daten, den Packungsinhalt, und hier sind dann die einzelnen Elemente beschrieben an dem Alarmgeber, an dem Empfänger. Das könnt ihr euch ja auch eben anhalten. Und jetzt fliegt mir hier unten das weitere Zubehör weg. Das war noch die Garantiekarte. Das ist hier drauf gerade ein bisschen windig. Eine Garantiekarte, falls es mal Probleme gibt, die klemme ich da mal kurz ein. Also hier unten habt ihr, wie gesagt, die Beschreibung des Empfängerteils, den ganzen einzelnen Bauteilen und Knöpfen dran. Das zeige ich euch gleich am realen Gerät. Und hier sehen wir die Inbetriebnahme, das Einlegen der Batterien. Das erfolgt hier am Empfängerteil mit drei C-Batterien mit jeweils 1,5 Volt. Man kann aber das Empfängerteil, habe ich eben schon gelesen, alternativ auch mit einem 6-Volt-Netzteil betreiben, was 200 mA liefert. Da man die ja sowieso stationär meistens irgendwo drin betreibt, sollte das kein Problem sein. Und die Bewegungsmelder hier, die lassen sich dann mit dreimal AAA-Batterien jeweils betreiben. Könnt ihr hier deutlich sehen auf der Abbildung. So wird das Ganze dann an die Wand befestigt. Dübel habe ich auch schon gerade irgendwo entdeckt. Und Schrauben, ganz genau hier, also grundlegendes Befestigungsmaterial haben wir auch. Und ja, hier gibt es noch einige Installationsanweisungen zu diesem Matching-Knopf. Also wenn wir neue Sensoren hinzufügen möchten. Das lese ich jetzt natürlich hier nicht alles vor. Und auf der Rückseite geht das Ganze nochmal weiter. Schauen wir uns erstmal einen so einen kleinen Bewegungsmelder an. Hier, die sind etwas kleiner offensichtlich als der Alarmgeber, als der Empfänger. Ich muss das hier unten wieder einklemmen, sonst fliegt das alles weg. Und hier vorne sehen wir One by One, rot auf weiß. Darüber eine Status-LED. Ich weiß jetzt nicht, ob die dauerhaft blinkt oder ob sie nur blinkt, wenn sie Bewegung gerade erkennt. Und hier haben wir dann den Bewegungssensor hinter. Packe ich natürlich jetzt auch mal aus, dann können wir das schöner sehen. Hinten sehen wir schon das Batteriefach, geschlossen mit zwei Kreuzschlitzschrauben, und hier noch ein Etikett drauf mit technischen Daten. Hier oben sehen wir die Befestigung. Für eine Schraube können wir das reinhängen, und so sieht das Ganze dann aus, unverpackt. Eine ganz schöne Sache, matt weißer Kunststoff, wirkt hochwertig, wirkt nicht billig, auf jeden Fall sehr ordentlich verarbeitet, das knackt nicht. Das wirkt sehr schön, keine unsauberen Kanten irgendwo. Und hier haben wir dann, wie gesagt, noch den zweiten davon. Das ist nochmal genau der gleiche. Den packe ich jetzt nicht nochmal extra aus. Dafür aber das Empfängerteil, den Alarmgeber hier. Der sieht folgendermaßen aus. Der hat hier oben die LEDs eingebaut. Den öffne ich natürlich auch mal eben. Dann kann ich euch das alles hier schöner zeigen. So, der hat hier oben, wie gesagt, drei blaue LEDs eingebaut. Die leuchten blau wahlweise. Hier ist der Alarmlautsprecher. Hier unten wieder das rote One-by-One-Logo. Und auf der Seite gibt es einige Knöpfe, unter anderem hier oben einen Ausschalter. Wenn wir den Alarm komplett ausschalten möchten, dann setzen wir den natürlich runter. Dann gibt es hier den Knopf zum Wählen des Betriebsmodus, also ob wir akustisch, optisch oder auf beide Arten alarmiert werden möchten. Und das hier unten, das ist dieser Quick Matching oder Easy Matching Knopf, oder wie er hieß,
mit dem man hier auf ganz einfache Weise neue Bewegungsmelder, wenn man sich zusätzlich anschafft, die kann man alle separat von One by One auch kaufen, hinzufügen kann, ganz einfach. Hier auf der Seite haben wir die Auswahl der akustischen Alarmart. Es gibt hier also eine Glocke offensichtlich, einen Keim, dann Low, eine leise Einstellung und einen Alarmton. Zeige ich euch gleich natürlich die Unterschiede, wenn ich das hier mit Strom versorgt habe. Und hier oben können wir alternativ zur Versorgung per Batterie, das ging ja hier mit den 3C-Batterien, die hat man eigentlich nicht mehr so in jedem Haushalt rumfliegen. Vielleicht aber ein Universalnetzteil, das wird hier nicht mitgeliefert, das Netzteil für die stationäre Stromversorgung, das muss man sich selber beschaffen, aber das sollte mit jedem Universalnetzteil eigentlich möglich sein, da das Gerät hier nur 200 mA benötigt. Und ich denke mal, ich werde das auch stationär betreiben, da auch ich solche C-Batterien überhaupt nicht in meinem Haus habe und mir auch eigentlich nicht plane, diese anzuschaffen. Ich schraube das mal hier gerade hinten auf und dann können wir sehen, ja, drei dicke C-Batterien, die habe ich wirklich nicht da. Deshalb werde ich das Ganze jetzt gleich mal in Betrieb nehmen mit einem stationären Netzteil. So, ich zeige euch jetzt, wie ihr den Bewegungsmelder mit dem Alarmsystem hier koppelt, dass der auch den Alarm senden kann an den Empfänger. Dazu müssen wir den Bewegungsmelder zuallererst mal hier mit Strom versorgen. Ich habe hier ein bisschen unglücklichen Schraubendreher gewählt, der ist ein bisschen zu klein, aber ich hoffe, ich bekomme das trotzdem auf, ohne die Schrauben hier zu ramponieren. Das ist, wie gesagt, hier wetterfest gemacht. Hat auch eine kleine Dichtung hier drin. Das habe ich euch eben noch nicht gezeigt in dem Batteriefach. Das könnt ihr also spritzwasser- und regengeschützt draußen durchaus aufhängen. Ich habe hier drei Batterien vorbereitet, könnt ihr sehen, beziehungsweise Akkus sind das in meinem Fall. Das ist die Bauform AAA, gibt es überall im Handel. Ganz einfach zu bekommen. Ich tue jetzt hier erstmal zwei rein, denn bevor wir den Bewegungsmelder vollständig in Betrieb nehmen, müssen wir die Alarmanlage hier erstmal einschalten. Dann geht die für 15 Sekunden in diesen Auto-Learning-Modus, in dem man diese Auto-Learning-Taste drücken kann, diese Matching-Taste, die ich euch gerade erklärte, und diese beiden Geräte somit verbinden kann. Ich mache das jetzt mal, ich schalte das ein, dann haben wir 15 Sekunden Zeit, um den hier mit Strom zu versorgen und können jetzt hier die Auto-Learning-Taste drücken. Und dann sollte der eigentlich, wenn wir den einmal auslösen, ganz genau, dann bekommen wir hier ein kleines Signal. Das hat uns jetzt, glaube ich, signalisiert, dass die beiden Geräte miteinander verbunden sind. Testen wir das doch ganz einfach mal. Ja, das scheint der Fall zu sein. Wir haben jetzt hier einen ziemlich durchdringenden Alarm. Und ja, der löst immer aus, wenn ich hier im 45-Grad-Winkel in 5 bis 8 Meter Entfernung über den Bewegungsmelder mich bewege. Das ist ziemlich nervig, deshalb drehe ich das mal gerade um hier. Aber ihr habt, glaube ich, jetzt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Ich kann das Batteriefach wieder verschließen. Und genauso können wir natürlich auch den zweiten Receiver hier verbinden. So, ich schalte das jetzt mal aus hier. Das geht nämlich ziemlich auf den Sack, besonders weil es schon ein bisschen spät ist und die ganze Nachbarschaft davon aufgeweckt wird. Und übrigens habe ich das Ganze jetzt hier, könnt ihr sehen, mit einem stationären Netzteil in Betrieb. Ihr könnt, wie gesagt, auch hier dreimal 1,5 Volt C-Batterien einlegen. Das steht hier, die hatte ich jetzt nicht im Haus. Deshalb habe ich das Ganze hier mit einem Universalnetzteil gelöst, das auf 6 Volt gestellt. Das muss 200 mA liefern und dann funktioniert das hier auch sehr zuverlässig. Sieht ein bisschen blöd aus, zugegebenermaßen mit dem Stecker, aber auf Aus ist es jetzt. Nicht, dass der Alarm jetzt hier wieder losgeht. Und ihr könnt sehen, bei jeder Bewegungserkennung gehen hier vorne die blauen LEDs los. Die meldet sich jetzt nicht mehr, da der hier dauerhaft Bewegung erkennt, der muss sich erst wieder beruhigen. Aber das Ganze funktioniert. Die erkennen jetzt im 45-Grad-Winkel Bewegungen in 5 bis 8 Meter Entfernung laut Herstellerbeschreibung. Und das werde ich jetzt mal testen. Ich werde die beiden jetzt mal an entsprechenden Orten, an entsprechenden Stellen draußen befestigen. Und dann schauen wir auch mal, wie das hier mit der Reichweite bestellt ist und mit den verschiedenen Klingeltönen. Die zeige ich euch vielleicht auch noch. Das wäre hier ein bisschen zu laut draußen. Da gibt es nämlich noch viel lautere Alarmtöne. Bis gleich. Ich zeige euch jetzt hier mal eben noch die verschiedenen Soundeinstellungen. Erstmal schalten wir das hier wieder auf On. Und dann können wir hier mit der oberen Taste können wir die verschiedenen Alarmmodi durchgehen. Ich zeige euch das gerade mal. Drücke ich jetzt einmal drauf. Dann sehen wir, der Alarmgeber gibt Alarm ohne optisches Signal hier oben, sondern nur akustisch. Drücke ich nochmal. Sehen wir, es gibt nur ein optisches Signal durch die drei blauen LEDs hier oben. Und drücke ich nochmal. Dann haben wir das beide kombiniert. Optisch und akustisch finde ich persönlich eigentlich die beste Variation. Und drücken wir nochmal, sind wir wieder beim ersten Modus, der nur akustisch ist. Ich, wie gesagt, mag das akustisch und optisch. Deshalb drücke ich nochmal hier, damit wir das kombiniert haben, diese beiden Alarmmöglichkeiten. Und wie gesagt, mit der Taste hier drunter, das zeige ich euch gerade, könnt ihr neue Bewegungsmelder hinzufügen, ganz einfach. Auf der anderen Seite hier drüben haben wir die drei verschiedenen Alarmsounds. Der steht jetzt auf Low, also auf leise, auf niedrig. Der hat hier noch zwei andere Einstellungen, nämlich Keim und Alarm. Die sind seltsamerweise, bringen die gleichen Töne hervor. Zeige ich euch gerade mal, wenn ich auf Keim gehe zum Beispiel und ich löse den jetzt hier mal aus mit dem Testknopf. Dann hören wir, der ist schon deutlich lauter. Machen wir das nochmal auf Low und lösen den nochmal aus. Hören wir, haben wir wieder den kleinen Sound. Jetzt wurde er stumm gestellt auf LED-Betrieb. So, hier mit LED und Sound ist deutlich leiser. Und wenn wir jetzt auf Alarm stellen, auf die unterste Einstellung und drücken hier nochmal, dann hören wir,
Es ist eigentlich exakt wieder der gleiche Ton wie auf der ersten Keimeinstellung. Mir ist das zu laut, zu durchdringend, deshalb schalte ich das auf Low. Und das reicht vollständig aus. Ich schalte das hier wieder in den akustischen und optischen Betrieb, ganz genau so. Und jetzt zeige ich euch noch, dass das Ganze auch in der Praxis wunderbar funktioniert. So, da ganz hinten könnt ihr sehen, habe ich den Bewegungsmelder an der Ecke platziert. Ungefähr in 1,50 Meter Höhe, wie angegeben in der Beschreibung. Und ich gehe jetzt mal hier lang. Dann können wir das auch gleich an der blauen LED sehen. Können wir wohl eher nicht bei Bewegung, aber wir können das hören. Ganz genau, wenn ich hier lang komme, dann macht er Alarm. Also man kann sagen, das deckt sich wirklich mit der Produktbeschreibung hier. 5 bis 8 Meter Entfernung vom Bewegungssensor. Die 45 Grad werden vielleicht nicht ganz eingehalten, das sind vielleicht eher 35 Grad. Aber ansonsten funktioniert das hier zuverlässig, auch durch ein paar Bäume und Büsche durch, habt ihr gesehen. Hier hat er mich erkannt, eben an dem kleinen Gartentörchen. Das sind hier 4 bis 5 Meter, würde ich sagen, von dem Bewegungsmelder entfernt. Das gleiche funktioniert natürlich auch von hier, wenn ich von hier ins Bild laufe. Sobald wir hier im Winkel sind, hören wir das Gepiepse da hinten. Ganz genau, funktioniert wunderbar. So, hier habe ich noch einen weiteren montiert. Ist ein bisschen schlecht gerade mit der Sonne hier. Hier so eine gemeine Mauer, wo man übers Grundstück einsteigen könnte, über das Nachbargrundstück. Das ist nicht ganz so schön. Deshalb hier direkt der Bewegungsmelder. Und wenn ich jetzt da ins Bild laufe, da könnt ihr leider die blaue LED nicht erkennen am Bewegungsmelder, die dann reagiert, da das hier zu stark reflektiert gerade das Sonnenlicht. Aber wenn ich da reinlaufe, können wir vielleicht in der Ferne den Alarmsound hören. Achtung! Ja, ich glaube, ihr habt ihn gehört da hinten. Auch das funktioniert wunderbar hier. Das sind jetzt mal locker 25 Meter zum Empfänger hier. Also die Entfernung, die funktioniert auch wunderbar. Und auch drinnen im Haus hinter Mauern funktioniert das auch sehr zuverlässig. Ja, und wie ihr sehen könnt, funktioniert das Ganze auch eine ganze Ecke weg von den Bewegungsmeldern. Ich habe das Alarmteil, den Alarmgeber, den Empfänger jetzt mal hier drin an meiner Wand befestigt. Das Ganze habe ich jetzt quer gemacht, damit man unten den Netzstecker nicht sieht. Der war ein bisschen dick und hässlich von meinem Universalnetzteil. Aber wie gesagt, ihr könnt das auch mit drei 1,5 Volt C-Batterien kabellos betreiben, dieses Teil. Und der gibt euch wirklich zuverlässig Alarm. Ich konnte bisher auch noch keine großartigen Fehlalarmsituationen feststellen. Mein Hund löst es aus. Der Hund hat eine Schulterhöhe von 50 cm ungefähr. Und in der Beschreibung steht auch extra, dass es zum Beispiel durch Katzen oder andere Kleintiere, Hasen und so weiter nicht ausgelöst wird, da bei diesen Kleintieren dann auch einfach die zu erkennende warme Körperoberfläche viel zu gering ist. Das werde ich noch im Langzeitpraxisbetrieb testen und euch das gegebenenfalls natürlich auch wissen lassen. Und ansonsten gibt es dazu eigentlich erstmal nicht mehr allzu viel zu sagen. Der Alarm, der geht los, weil unten Leute langlaufen, wo ich das jetzt positioniert habe. Ich finde das auf jeden Fall eine feine Sache, für knapp über 20 Euro hier ein Set zu bekommen aus diesem Alarmempfänger und zwei Bewegungsmelder. Das Ganze ist wie gesagt problemlos erweiterbar. Man kann sowohl die Bewegungsmelder als auch die Alarmgeber hier, die kann man separat dazu kaufen für sehr faire Preise. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr praktische Sache, kann euch das auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn ihr für wenig Geld eure Einfahrt zum Beispiel oder andere Teile eures Grundstücks, natürlich kann man das Ganze auch drin anwenden, preisgünstig überwachen wollt, ein bisschen im Blick haben wollt. Okay, im Blick hat man es hiermit nicht, ist ja keine Kamera, aber man weiß wenigstens, wenn sich was bewegt. Das war mein kurzes Review von dem One-by-One Driveway Alarmsystem. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn dem so war, könnt ihr mir gerne eine positive Bewertung da lassen oder auch mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Würde mich sehr freuen, natürlich auch über ein Abo. Bei mir auf meinem Kanal findet ihr viele Reviews von solchen Geräten und Tutorials und andere schöne Dinge. Schaut da mal rein, würde mich freuen. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ciao vom Yogi285, macht's gut.